lassen mich deine Kragenweite. Hallo? Hallo, liebe Kollegen. Meinen Sie uns? Genau. Könnten Sie den Kollegen Keule mal entbehren? Tja, sind Sie eine Verwandte von ihm? Ich stehe ihm nah. Aha. Er sollte zwar ein Bier mit uns trinken, aber heute entlassen wir ihn. Hoffentlich revanchieren Sie sich auch mal. Man nennt mich hier den Disco-Pit. Mann, du geh schon, du Stiesel, ehe ich mich reinhänge. Mann, oh Mann. Wie kommt denn der zu so einer Traumpuppe? Du bist vielleicht ein Vogel. Warum hast du dich so lange nicht sehen lassen? Hast du dich geniert, weil du im Badwild festgespielt hast? Du, fand ich eigentlich prima und mich haben sich noch nie welche geklopft. Du riechst wie ein Aktivist nach Öl und Hanfverspaste. Die stecke ich gleich unter die Dusche. Einverstanden? Du, ich habe uns einen Kesselgulasch gemacht. Futterst du doch so gern. Beim Essen habe ich ein prima Thema. Interessiert dich wohl nicht, was? Ist dein Bellamy auch dabei? Nee, der kommt erst zum Kompott. Du, stell dir mal vor, die Polenta hat unser Versteck entdeckt. Na ja, Bellamy hat was ausgeheckt. Den werden wir ein Schnippchen schlagen.